Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Craigoo. Wir waren stehen geblieben und zwar hier mit der Mission irgendwas mit Beugen. Wir müssen erstmal Statuseffekt-Symbole. Verschiedene Status-Icons können über ihren Gebäuden oder Einheiten erscheinen. Diese Symbole zeigen vorhandene Probleme an und wie sie zu lösen sind. Unten zu sehen. Oh, kein Extraktor platziert, Ressourcenlimit erreicht, Anlagenbau passiert, Konjunktur unterbrochen, keine Energie, keine Reparatur und so weiter und so fort. Was haben wir hier? Wenn Ihr Gesamtproduktion zum Stillstand kommt, überprüfen Sie Ihre Verbrauchsquote. Ist sie negativ, können Sie mit Hilfe der Pauseschaltfläche die Anlageneinheitenproduktion unterbrechen, bis alles wieder läuft. Okay. Die große Fabrik kann drei Einheiten gleichzeitig produzieren und bis zu drei weiteren in der Warteschlange annehmen. Tech-Erweiterungen schalten neue Einheiten frei. Sehr gut. Um ein Tor, das weiß ich. So, das erstmal alles schließen hier, den ganzen Quark. So. Jetzt erstmal Anlage. Wir brauchen noch eine Raffinerie. Beginne mit So. Konstruktion. Okay, hier oben haben wir gesichert, hier haben wir gesichert, hier haben wir gesichert. Hier haben wir eine Artillerieerweiterung. Wolkenbrüche. Moment, was haben wir aktuell für Einheiten? Wolken, Raffinerie Stalker, fertiggestellt. Panzerweiter und Predator bauen. Okay. Noch benötigt Panzer. Ach so. Ach, scheiße. Da habe ich ja den übelsten. Extraktor fertiggestellt. Ach, das ist ja doof. Warte mal. Wir müssen die Anlage verkaufen. Wir müssen das alles verkaufen. Ja, mal Kacke gemacht. Scheiße. So, pass auf, Anlagen, mittlere. Müsste ja eigentlich gehen, oder? Wenn ich das Beginne jetzt mit hier hinbaue. Konstruktion. Hier oben kommt wieder Sehr einer. schön. Er ist aber auch schon tot. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, die Farm ist gesichert. Das passt. Da hat noch genug Ressourcen. Der hat auch genug Ressourcen. Aktuell sind wir auf plus 4. Wollen wir den mittleren Verteiler bauen? Ziel am Boden. Okay, die sammeln da Ressourcen. Bin mal gespannt, wenn der fertig ist, ob das passt, ob die miteinander connecten. Das wäre echt nice. So, einheitentechnisch. Ich will halt eben jetzt noch nicht zu viele Einheiten bauen, weil ich gerne eigentlich diese anderen Einheiten bauen würde. So. Mittlerer Verteiler fertiggestellt. Aber irgendwie sind die nicht miteinander connected. Kann das sein? Die muss da direkt dran, oder was? Kotzt mich das an. Moment, nochmal verkaufen. Anlage. Wie kann ich... gelagerte Ressourcen, Rüstung, Hauptquartier. Leute, ich weiß es nicht. Wie kann ich... Liefert Energie für vier angeschlossene Anlagen. Ich habe eigentlich gedacht, ich kann die hier miteinander verbinden. Heute nicht. Aber das scheint nicht zu gehen. Ich Beginne baue mit den jetzt nochmal, ist mir Konstruktion. egal. Ach, Mensch, ist das ein Mist. Wie geht denn das? Kommando bereit. Waffen bereit. Können sich mal hier hinstellen. Wie kann ich Sauberer Kill. mehr Verteiler da reinbauen? Ich bin gespannt, ob das jetzt so funktioniert. Weil sonst ist das ja blöd, wenn... Weil ich muss ja überall eine Fabrik bauen, quasi.
Lufterweiterung, Tarnerweiterung, Panzererweiterung. Ah, das ist ja doof. Also ich muss jetzt mal schauen, ob ich die miteinander connecten kann, weil wenn das nämlich nicht geht... Mittlerer Verteiler fertiggestellt. Das geht auch nicht. Pass mal auf hier. Nee. Ich glaube, die sind einfach nicht miteinander verbunden. Das ist das Problem an der Sache. Und ich glaube, das geht generell auch nicht. Okay. Dann, lange Rede ohne Sinn, das Ding wiederverkaufen. Mittleren Verteiler bauen. Setzen wir einmal hier hin. Die große Fabrik soll produzieren. Moment, wir haben jetzt hier Lufterweiterung. Dann bauen wir hier noch eine Panzererweiterung dran. Dann kann die Lufteinheiten produzieren, Panzereinheiten, diese Fabrik hier. Und den Verteiler werden wir dazu nutzen, um Artillerieeinheiten und Tarnerweiterung bauen wir da dran. Und dann bauen wir hier noch eine große Fabrik dran. Und ja, genau, so wird's. Eieiei, gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. So, dann kann die... Das sollte reichen. Dann Panzererweiterung. Gut, dann kann die dann Panzereinheiten produzieren. Ja, ja, so wird's, meine lieben Freunde. Ist gar nicht so einfach hier, ist gar nicht so einfach. So, Anlage. Hier brauchen wir erstmal... Das Teil. Dann brauchen wir eine Artillerieerweiterung. Beginne mit Konstruktion. Und dann bauen wir hier noch eine Tarnerweiterung dran. Beginne mit Konstruktion. Okay, die zwei sind noch das ist noch deaktiviert alles. Plus 3 haben wir immer noch aktuell. Panzererweiterung ist freigeschaltet, sehr gut. Kommandos explodieren, wenn sie getötet werden. Die Lawine erhält die Fähigkeit, sich zu bewegen und zu schießen. Das machen wir auf jeden Fall. Dann produzieren wir hier Hüter bauen, Lawine bauen. Was wird da? Diese Artillerieerweiterung. Wir brauchen wieder die Artillerieerweiterung. Wie scheiße ist das denn? Ernsthaft jetzt? Panzer- und Artillerieerweiterung. Artillerie. Tarn. Da bräuchte ich jetzt noch die... Ach, Panzer und Luft. Wieso kann man das nicht miteinander verbinden? Das finde ich echt blöd. Jetzt mal ohne Mist. Predator bauen. Hüter bauen. Defensive Geschützeinheit, die auf Boden Luftziele feuern kann, muss in einer Mauer befestigt sein, angreifen zu können. Okay. Predator bauen. Dann bauen wir hier mal Einheit in Produktion. Ein paar Predator. So. Die Fabrik. Könnt ihr jetzt Hagelschauer bauen? Artillerieeinheit. So, warte mal. Forschen. Wolkenbrüche. Hüter. Nee, haben wir nicht. Hagelschauer. Das können wir auch noch erforschen. Sucher verlieren ihre Tarnung, bieten aber. Warte mal. Sucher. Können wir Sucher bauen? Aufklärer wollen wir gar nicht. Aufklärer wollen wir gar nicht. Wir bräuchten jetzt, jetzt müssen wir uns mal überlegen, was wir noch bauen. Lawine bauen. Belagerungseinheit. Die würde ich ganz gerne noch. Also das heißt, wir brauchen hier noch ein Panzer-Upgrade. Panzererweiterung. Gott. Gar nicht so einfach, der ganze Quark. So. Hier sind schon mal die. Auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. So. Dann könnten wir die eigentlich abreißen und könnten da eine große Halle hinbauen. Naja, egal. Sucher, Tarnaufklärereinheit, Hagelschauer, Artillerieeinheit. Davon bauen wir auf jeden Fall erstmal ein paar. Sehr schön. Das Fähnchen setzen. Einmal hier rüber. Einheit bereit. Panzererweiterung fertig. Lawine hat Fähigkeit, sich zu bewegen und zu schießen. Das haben wir ja schon. Hagelschauer, Lawine, das war Belagerungseinheit, genau. Also wir können jetzt hier Lawine bauen, wir können Hagelschauer bauen. Den Sucher könnten wir theoretisch bauen, den können wir auch bauen.
Und Lufterweiterung, die können wir dann hier drüben dafür bauen. Okay, Wolkenbruch, Luftabwehreinheit, die brauchen wir ja auf jeden Fall nicht. So, hier haben wir schon mal Einheit 6 Stück, Produktion. Da bauen wir noch ein paar. Panzertech Upgrade abgeschlossen. Einheit bereit. Hagelschauer. Einheit in Produktion. Gibt Schuss ab, der Flächenschaden auslöst, kann nicht auf Nahkampfeinheiten feuern. Okay. So. Und dann würde ich sagen, rücken wir mal aus hier dann so langsam. Befehl zum Ausrücken, verstanden? So, da kannst du schon mal da oben platzieren. Oh, Alter, wie lange dauert das? Den breche ich ab. Verkauf das. Geht auch wieder nicht. Kann ich nur mit der kleinen Fabrik. Oh Gott, ist das zum Kotzen. Artillerie, Einheit Panzer, Tarn. Einheit in Produktion. Tarnerweiterung, Luft. Artillerie, Panzer, Luft. Diese Tarnerweiterung brauchen wir in meinen Augen nicht. Anlage verkaufen. Und dafür bauen wir, wenn das fertig ist, eine große Fabrik. Leute, ich muss mich hier erstmal ein bisschen reinfitzeln. Meine Fresse, ist gar nicht so einfach hier. So, jetzt bauen wir hier noch die große Fabrik und dann geht's scharf. 50 Sekunden. Wie lange braucht der? 45 Sekunden. Stalker. Artillerie-Tech Upgrade abgeschlossen. Lawine bauen, Belagerungseinheit, 1 Minute 15, Hagelschauer, Artillerieeinheit. Einheit in Produktion. Bauen wir davon ein paar. Sehr schön. So. Die Fabrik fertig ist, dann können wir da auch noch ausrüsten und dann hier geht's da ab, Leute. Alle hier hoch. Ich gebe Deckung. So. Dann start mal zum Angriff, meine lieben Freunde. Hier können wir noch ein bisschen reparieren. 18 Sekunden. Wie sieht's hier aus? Noch halb voll die Mine. Hier, die ist auch noch gut gefüllt. Haben wir noch irgendwo eine Mine? Ne, aktuell nicht. Hier haben wir ein Tor. Okay, da kommt wieder einer. Aber es ist so geil mit den Bäumen, dass man sich da drinnen verstecken kann. Das ist so easy peasy, ey. So, fertig. Der kann Lawine bauen. Das ist eine Belagerungseinheit. So, die dauert lange, aber der baut immer gleich 3 Stück mit einmal. Das ist awesome. Luftabwehr. Hier bauen wir auch nochmal 3. Muss an einer Mauer befestigt sein. Theoretisch könnten wir davon ja auch nochmal welche bauen. Spaßenshalber, einfach nur mal um zu schauen, wie das so ist. Dieses gute Stück. Ja, Hagelschauer unterwegs. Der kann auch da hoch. Hagelschauer ist unsere liebe Artillerie. Und ich würde sagen, während die hier noch weiter bauen, ziehen wir schon mal los. Koordinieren wir das Ganze. Los geht's. Einheit wird angegriffen. Ziel am Boden. So. Die kriegen die Steuerung 1. Am Standort. So, wo geht's hier hin? Einheiten klar. Diese Trümmer sollten wir mit ein paar gut platzierten Schüssen beiseite räumen können. Natürlich. Truppenmanöver. So. Verstanden. Komme zur Unterstützung. Oh. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Tor wird angegriffen. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Reparatur läuft. Tor wird angegriffen. Okay. Von mir aus kann's losgehen. Formation, wir rücken vor. Oh shit. Tor wird angegriffen. Antreten, ausrücken. Warum schießen die nicht? Wohin soll ich gehen? Tor ausgerichtet. Tor zerstört. Mauer wird angegriffen. Räume das Feld. Geschafft. Okay, okay, okay. Alles easy. So, passt. Okay, hier ist schon mal das Tor vom Gegner. Laufen wir mal hier rüber, denn wir wollen ja diese Nebenmission sichern, sie die Farm. Wollen wir auf jeden Fall auch noch mit erfüllen. Rampen. Rampen dienen als Überbrückung, um Höhenunterschiede, von Höhenunterschieden. Einheiten müssen sich ein Stück weit die Rampen hinaufbewegen, um Feinde... Dran. Ach so, okay, alles klar. Einheit bereit.
Einheit in Produktion. Wir empfangen einen Hilferuf aus dem Norden. Bildinformation. Da oben. Truppenanweisung verstanden. Unterstützung bestätigt. Die Lawine stark gegen Anlagen, langsame Feuerrate, okay. Koordinieren wir das Ganze. Los geht's. Tagesschauer hat verstanden. Am Standort. Komme zur Unterstützung. Alle Einheiten klar. Verstanden. Truppenangriff klar. Okay, jetzt bomben wir erstmal hier. Einheit wird angegriffen. Einheit bereit. Hinterspiel. Mal hier die ganzen weg. Einheit bereit. Jawohl. So läuft das. Mal hier die Mauer außer Gefecht setzen. Hier ist das nächste Feld. Sehr gut. So, hier unten ist alles ruhig. Das ist schon mal awesome. Das ist eigentlich für kleine Mannequins hier. Ich glaube, die sammeln auch die Rohstoffe ein. Hier die ganzen Mauern kaputt machen. Und da kommt schon der nächste, der vom Fratz will. Und den hier auch. So. Fabrik. Die bomben als erstes weg. Wir haben einen im Tal des Jägers gesehen. Das sind ihre Energiequellen. Artillerie! So, hier, könnt ihr schön angreifen. Alles kaputt machen. Alles kaputt machen. Sehr gut. Die haben wir auf jeden Fall zu tun. Wie ich sehe. Was mit dem? Achso, okay. Moment. Der Hüter. Kann, wenn montiert, auf Boden Luftziele feuern. Kann nicht feuern, wenn auf dem Boden. Kann auf Mauer Ruck montiert werden. Okay. Bereit für Verteidigung. Bereit. Ich höre. Demontieren. Demontieren. Erwarte Instruktionen. Schon dabei. So. Garnison bereit. So. Bereit zum Postieren. Im Vormarsch. Ja. Den auch hier runter. Ja, Commander. Einheit bereit. Der kann hier hoch. Einheit bereit. Einheit bereit. Der kann mit hier rüber. Leiste Unterstützung. Alle Einheiten klar. Sehr gut. Unterstützung bestätigt. Bin bereit. Da geht mal hier raus, dass das Tor nicht aufgeht. Das muss schneller gehen. Unterwegs. So. Wir haben den ersten Lander zerstört. Lasst uns die anderen beiden finden. So. Einheit in Produktion. Okay. Nice. Hier wird erstmal schon alles weggebombt. Das ist sehr gut. Alter. Truppenmanöver. Verstanden. Komme zur Unterstützung. So, warte mal, das Teil müssen wir auch noch ausschalten. Ah, okay, da oben müssen wir rein. Truppenanweisung verstanden. Koordinieren wir das Ganze. Los geht's. Verstanden. Das sind natürlich coole Mauern hier, weil die können natürlich durchschießen. Das ist eigentlich echt nice. Die können das erstmal alles ganz easy peasy hier schön vernichten. Dann könnten wir die Einheiten eigentlich schon mal nachziehen. Die schaffen wir schon mal hier raus. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Hier kommen die nächsten. Erwarte Anweisungen. Der Sturm naht. Am Standort. Können auch schon mal hier rausgehen. Haben wir hier die nächste Truppe am Start. Was haben wir jetzt hier? Was ist das Problem? Achso, okay, wir haben kein Geld. So, hauen wir hier die ganzen Mauern weg. Also, alter Schwede, diese Artillerieeinheit ist ja echt heftig. Okay, die Einheiten haben wir alle kaputt gemacht. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt haben wir 2 von 3 Farmen gesichert. Optimal. Hier kommen wieder die Transporter. Die einen holen die ab, die anderen bringen uns Nachschub. Sehr gut. Truppenanweisung verstanden. Verstärkungen sind eingetroffen. Awesome. Oh, nice.
So, aber meine lieben Freunde, das war es erstmal wieder gewesen von Craig Goo. Der dritte Part zu Ende. Wir sind immer noch in dieser einen Mission hier. Es geht morgen dann weiter. Ich denke, dass die ersten Missionen etwas langsamer noch ablaufen werden und das Tempo sich dann doch deutlich erhöhen wird, weil ich muss mich eben erstmal hier reinfummeln. In diesem Sinne, Däumchen nicht vergessen und wir sehen uns dann morgen im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss!